Gitarre Pers z'Gamse der Karmat. Ein Hoch von Amerika am Rand zum Gamse Ried. Schmuckvoll präsentiert sich das Wohn- und das Geschäftshaus. Ein bisschen anders als das der Mumma. Speziell halt. Im Osten der Schweiz ist das ein Ort, wo man in grösseren Karos denkt als sonst in der Schweiz einmal. Eben ein Hauch von Amerika oder einfach ein Duft von der weiten Welt. Befreiend irgendwie. Musik pur. Auch wenn die Instrumente an der Wand noch nicht klingen. Aber man weiss, was man denen alles könnte entlocken. Gitarren, wo man heranschaut. Mandoline, Ukulele, E-Gitarren, Banjos, E-Bass. Unglaublich. Man ist erschlagen, wenn man da zuerst mal reinkommt. Und der Ski? Der täuscht nicht. Was der erste Eindruck vermittelt, das bestätigt sich im Gespräch, wo wir ganz ungezwungen und spontan haben dürfen in Angriff nehmen. Zmitzdien in diesen vielen Schätzen. Dahinter steckt die Familie Winkler. Der Urs gelernte Zahntechniker und schon seit Jahrzehnten immer ein Tüftler mit Instrument, Gitarre, Handorgel usw. Seine Frau, die Finanzen macht, und der Micha, der Sohn, gelernte Töffelmech und seit etwa 12 Jahren im Geschäft. Zuerst habe ich zumindest in diesen Gitarren, in diesem Raum mit dem Urs geredet. Und zwar über eine ganz spezielle Gitarre. Was ist so deine Hauptbetätigung da? Also einerseits machen wir Reparaturen, Service-Sachen und wir verkaufen die Gitarre und alles Zubehör, was dazugehört. Und ihr habt unglaublich viele akustische Gitarren hier oben, auch kleinere, also grössere, ja, also unglaublich. Wie viele Gitarren hast du denn hier oben? Jetzt hier oben sind es glaube ich, etwa 130, 140 Stück. Und eine ist ganz speziell, das ist die da. Jawohl. Sie dreht sich und es dreht sich glaube ich, auch ziemlich viel um so Gitarren herum, wenn so eine entsteht. Was ist das für eine Gitarre? Also in den 30er Jahren ist das ein D45S, ist die teuerste Gitarre, die Martin je gemacht hat. Sie hat dort fast so viel gekostet wie ein Haus und sie hat nur etwa 20 Stück in den 30er Jahren gebaut. Und Martin hat eine von diesen originalen Gitarren für das Museum zurückgekauft für 270'000 Dollar und hat die restauriert. Während dem Restaurieren haben sie die Gitarre ganz genau ausgemessen. Sie haben auch ein MRI gemacht, dass man weiss, wie es innen durch aussieht. Sie haben die Analyse vom Holz gemacht. Und haben die Gitarre jetzt nachgebaut, mit dem gleichen Holz wie dort. Sie haben mit dem Smithsonian Institute in New York zusammengearbeitet. Die sind führend auf dem Markt mit Altern vom Holz. Also man kann Holz mit Druck und mit Wärme so altern, dass es 100, 200, 300 Jahre alt wird. Und wenn wir jetzt hier von dieser Decke eine Analyse machen würden, kommt man auf das Alter von etwa 1900. Hier, wo die Originaldecke geschlagen worden ist. Sie ist auch gemacht wie in den 30er Jahren. Das heisst, sie ist mit Hautleim geklimmt. Die Decke ist Adirondack. Das ist eine Fichte, die in der Nähe von New York und in Quebec wächst. Der Zarg, also die Seite und der Boden, ist Rio Palisander. Das ist ein Holz, das jetzt ausgestorben ist, wo man nur noch Restbestände hat, wo man ein Zertifikat haben muss. Also ich habe dazu ein Zertifikat, dass das legal ist, dass man das über Grenzen nimmt. Und ist auch von den besten Leuten im Custom Shop von Martin gemacht worden, von Hand, so wie es früher gemacht worden ist. Also da sind keine CNC-Maschinen dran, sondern sie ist nicht nur einfach so quasi Copy-Paste. Man hat das ausgemessen, gibt es in den Computer rein und fräsen das, sondern die ist so gemacht worden wie in den 30er Jahren. Ist das ein Unterschied? Das ist ein riesen Unterschied. Also, der grösste Unterschied ist natürlich vom Preis her, ob jemand alles von Hand macht oder ob das eine CNC-Maschine übernimmt. Aber man hört es auch. Ein Frank unter 60'000, gell? Genau. Jawohl. Ist die? Jawohl. Ist die verkäuflich jetzt hier so in der Region? Also, gibt es Interessenten? Also wir haben im Moment einen Kunden, der sich ernsthaft das überlegt. Der ist nicht ganz aus der Region, der ist aus dem Wallis. Ja. Und die Gitarre tönt auch speziell? Die tönt richtig gut. Ja. Ja. Also es ist erstaunlich, wie gut dass sie tönt. Also wir haben der Micha und ich, der Micha, der dann das Geschäft in ein paar Jahren mal übernimmt, sind zu Amerika gewesen, in Nazareth, dort wo Martin sind, und haben das Original können spielen. Und dann jetzt 2 oder 3 Jahre nachdem dass wir das gespielt haben, haben wir die bekommen. Und wir würden beide sagen, es ist sehr, sehr nah am Original. Tönt einfach voller oder ist ein spezieller Martin-Klang? Oder? Also Martin hat einen speziellen Klang und die ist
Einerseits hat sie die Wärme, die wo Martin ausmacht. Sie hat sehr schöne Bässe, sehr runde Bässe. Sie hat aber auch sehr brillante Höhen, ohne dass sie giftig wird. Sie hat eine unglaubliche Fülle an Tönen. Und ich habe das Gefühl, es ist die beste Gitarre, die ich schon je in der Hand hatte. Ja. Du bist eine Gitarre, du kannst Gitarre bauen, du reparierst, du siehst rein in die Gitarre. Was kann man denn da verändern? Was kann man denn da machen, dass so etwas entsteht? Liegt das am Holz, am Lack, am Zusammenbau? Also es ist natürlich alles zusammen. Also, wie soll ich sagen, der Preis ist natürlich irgendwo abgehoben. Handkerum ist einfach so, wenn ich ein gutes Produkt oder ein sehr gutes Produkt noch besser machen will, dann wird einfach der Aufwand wird einfach gigantisch. Und da haben sie einfach gesagt, okay, wir wollen das Beste rausholen, was man kann. Und haben das so umgesetzt, egal was dann schlussendlich auf dem Preisschild draufsteht. Gut, der Preis ist gigantisch. Ich meine, man zahlt für andere Sachen natürlich auch ähnlich viel. Das ist halt auch ein Liebhaberobjekt. Und du sagst, es ist ja nicht nur irgendwie ein Liebhaberobjekt, sondern es ist wirklich etwas, was einem auch versorgen und mehr bringt. Und jemand, der die Gitarre in der Hand hat, der hat wirklich etwas ganz Spezielles in der Hand. Das kann man, glaube ich, schon so sagen, oder? Ich denke, das ist die besttönende Gitarre, die Martin machen kann. Es gibt sicher Gitarren, die mehr verziert sind und dementsprechend halt dann auch noch mehr kosten. Aber vom Klang her ist da, ich würde sagen, das ist der Zenit, den du überhaupt erreichst. Traust du überhaupt, Hand an so Gitarre zu legen, Seiten zu wechseln, wenn es Referatur ist? Ja, auf jeden Fall, musst du. Griffbretter wegnehmen? Ja, also sollte jetzt nicht nötig sein, aber jetzt ein Seitenwechsel und so, das ist kein Problem. Und sonst, ja, wenn du sehr teure Instrumente hast, dann gehst du die Reparatur 3- und 4-mal im Kopf durch und probierst aus, trocken, bevor dann wieder irgendwie eine Leimage ist oder so. Eben, gell? Ja, es ist schon noch ein bisschen eine andere Herausforderung, ob du jetzt eine 500-Franken-Gitarre oder eine 15'000-Franken-Gitarre zum Reparieren hast. Ja. Tonabnehmer einbauen, Dutch? Wenn es der Kunde will, ja. Wenn er sagt, du, ich will die auf der Bühne spielen und ich will einen Tonabnehmer, dann machen wir das. Ich würde es jetzt nicht vorschlagen, aber wenn er sagt, du, ich will das, dann muss ich sagen, ja. Wie heisst es schön? Der Kunde ist König. Genau, ja, natürlich. Macht den Tonabnehmer eine Gitarre immer ein bisschen schlechter? Oder? Das ist rein theoretisch, würde ich sagen, ja. Das Problem ist einfach, du kannst das fast nicht nachvollziehen. Also wenn mir jemand eine Gitarre bringt, um einen Tonabnehmer einzubauen und die nach anderthalb Stunden wieder kommt, holen, wenn der Tonabnehmer drin ist, habe ich bis jetzt noch keinen Kunden gehabt, der das Gefühl hatte, die Gitarre tönt schlechter als vorher. Es ist aber so, wir haben etwas unter dem Steg. Wir haben ein bisschen mehr Gewicht an der Decke vom Tonabnehmer. Man müsste etwas hören. Also wenn ich jetzt zwei komplett identische Gitarren hätte, das gibt es aber schon gar nicht, dann, und ich bin der eine, dann würde ich einen Tonabnehmer einbauen, dann habe ich das Gefühl, würde man ein Spürchen hören. Aber mit dem Vorher-Nachher-Effekt, also wenn ich sie bringe, sie anderthalb Stunden nicht mehr hören und wiederhole, dann merkst du keinen Unterschied. Micha, du machst so Seitenwechsel, das ist etwas, was man bei euch auch machen kann, in dem Fall. Ja, da kann man uns eigentlich alles machen in dem Sinn, oder machen lassen. Spielt keine Rolle, ob es irgendetwas spezielle Kundenwünsche sind oder einfach nur Seiten aufziehen. Da, es ist auch trickig, gell? Es tönt immer so einfach, Seiten wechseln, hat man das Gefühl, oh, schön ein bisschen Federn, Nordzeichen. Aber damit es wirklich tut, das drückt noch. Ja, klassische Gitarre, das ist, sage jetzt mal, eines der mühsamsten Instrumente, die wir hier haben, sage jetzt für mich. Ja, ich habe es mal probiert, habe gemeint, ich könnte es. Hat es einen Schranz abgelassen und dann ist es wieder ausgefädelt. Also, ja, genau. Ja, genau. Du hast vielleicht gesehen, vorne, hinten durch, im Feuerzeug, das Böllchen gemacht, Wicklungen, die wir noch drauf tun, so, dass uns sicher nicht die Seite durchzieht. Das war eine Gitarre, die hier Seite. Das ist die zweite unterste, die gescheppert hat. Ja, genau, der Kappentaster war drauf. Du hast gesagt, es sei nicht so gut. Das hat natürlich immer ein bisschen belasten, oder? Ja, genau. Der Seitenzug ist höher als sonst. Ja. Und es wird das Seitenalter schneller. Ja.
Du bist jetzt auch schon das 12. Jahr dabei, gell, da? Genau. Du hast schon grosse Erfahrung. Was sind denn so, weißt du, die schwierigsten Arbeiten, die du bis jetzt machen musst? Die schwierigsten Arbeiten? Weißt du, hast du nie schlaflose Nächte, wenn du denkst, oh, wie mache ich das und das? Weißt du, ich stelle mir das unglaublich kompliziert vor, weil wenn ich so eine Gitarre sehe und ich weiss, ja, man kann den Hals wegnehmen, aber boah, ich kann mir das nicht vorstellen, wie so etwas überhaupt geht. Also. Schlaflose Nächte. Du hast vorhin gesagt, ich werde das Geschäft übernehmen, aber ich habe die schlaflose Nächte, die überlasse ich dem Vater. Das ist eine gute Arbeitsteilung, finde ich super. Das macht der Vater, die schlaflose Nächte hat. Von dem her muss ich mir da noch weniger Gedanken machen wie der Vater. Ja. Ich stehe daneben zu und lerne. Genau. Interessantes Business, aber natürlich auch immer herausfordernd. Kommt immer etwas Neues natürlich, oder? Ja, es ist eigentlich. Was machst du jetzt hier genau? Jetzt zupfst du. Ich tue die Seiten aber nachzuziehen. Nylon-Seiten. Ja. Ah, das sind die, genau, das sind die Seiten, die immer wieder einen Zug verlieren. Jetzt nicht wie einer Stahlseiten-Gitarre. Und so geht es nachher für den Kunden. Ja. Hat der Kunde weniger zum Stimmen. Und du hörst das, wenn es dann so richtig ist oder hast du davon ein Gerät? Ja, ich habe ein Gerät. Genau. Ja. Ein Strobo-Tuner, sagt man ihm. Das ist das genaueste Stimmgerät, das du haben kannst. Das ist schon eine Erleichterung, he? Ja. Ja, du merkst es. Die Ohren sind nie gleich. Weißt du, ob du verkältet bist oder nicht. Ob du müde bist oder nicht. In dieser Gitarre hat es jetzt übrigens ein Abnehmer drin, gell? Genau. Dann ist der rein. Genau. Dann hat er eigentlich einfach ein bestehendes Loch genutzt, oder? Vermute ich, oder nicht? Nein, bei der klassischen hat es eigentlich hindurch sehr wenig ein Loch für einen Gurtknopf oder für einen Pin. Ich habe ja gemeint, dort sei gegangen, ist der Bändel zum Träger dran. So. Bei der klassischen Gitarre weniger. Aha. Da hast du ein Loch hier gemacht, in dem Fall. Genau. Damals, genau. Und dann gibt es noch verschiedene Abnehmer natürlich. Was ist das da für einen drin? Da ist von LR Bags das Anthem drin. Das ist für uns momentan der beste akustische Tonabnehmer. Das ist weißt du, wie so ein Mikrofon, das es abnimmt? Du hast, also du hast einen anderen Sattel oder einen Piezo, der ist hier unter dem Steg. Warte, Moment schon. Ja, ja. Hier okay. unter dem Stegelack. Ja. Und dann hast du ein Mikrofon, das innen durch an der Decke klebt, auf dieser Höhe hier. Ja. Und das hast du eingebracht, einfach von Hand? Von Hand? Ja, musst du reinlangen. Du klebst es rein. Aha. Und dann kannst du im Grunde noch beide nutzt gleichzeitig so. Du kannst aber auch nur den Piezo oder nur das Mikrofon. Wie machst du denn Sepp? Du hast hier innen durch ein Rädchen. Und du, wenn du ganz vorne gehst, hast du das Mikrofon oder nur das Mikrofon. Ja. Ganz nach hinten hast du nur den Piezo oder den anderen Sattel. Und je weiter du vorne gehst, umso mehr kommt dann das Mikrofon. Und hast du auch hergeklebt? Ja, genau. Das ist geklebt. Heiter Fall. Was hast du ursprünglich mal gerne? Das ist eine saubere Arbeit, gell? Weil auch die Töffli mich. Aha, ja gut. Dann ist das Handwerklich natürlich schön Blut, gell? Irgendwie. Ja, wir sind. Ja, viele auch immer wieder mit dem Vater gesehen. Aha. Ja. Wenn wir von der Schule heimkommen, sind wir zuerst ins Geschäft gelaufen. Ja. Meistens. Ja, so. Es geht auch gleich noch eine Zeit, gell, bis so ein Seitensatz gewechselt ist. Ja, es ist jetzt auch bis dann die Seiten auch stabil bleibend. Vor allem bei den Nylon-Seiten. Spielst du selber auch Gitarre? Ja. E-Gitarre, oder? Genau. Ja. Der Vater sagt, für alles, was Lärm macht, bin ich zuständig. Gut. Apropos Lärm und E-Gitarre, wenn du Verstärker anstellst, hast du auch so einen, der zuerst brummt. Weißt du, bei meinen Aufnahmen, jedes Mal, wenn die Verstärker, das ist unglaublich. Jedes Mal ein Brumm. Und muss das einfach sein? Gehört das dazu? Ein gewisser Brumm, ja. Es kommt darauf an, was du für Tonabnehmer hast. Aha. Also auch dort gibt es verschiedene Single-Coil. Eine Einspule ist natürlich auch noch mal etwas anderes, als wenn du einen Humbucker hast.
Ich sehe schon, du hast das voll Intus auch mit diesen Begriffen. Und wenn ihr nicht alles verstanden habt, gell? Ihr könnt jederzeit herkommen, könnt mit dem Urs, mit dem Micha reden. Und dann könnt ihr aufklären, was das alles heisst. Also, Karma 20. Ja. Jetzt bist du dann langsam so weit, hä? Ja, schau mal. Es zeigt dir schon recht gut an, hä? Ja, es sind wir schon recht gut, das ist so. Warum habe ich E-Gitarre? Warum nicht auch akustisch? Sonst kannst du mit denen auch inzwischen zünftig Lärm machen, wenn du gerade so. Ja, aber ja, das stimmt. Und ich meine, eine akustische Gitarre, wenn du schnell etwas herhocken willst für dich oder so, dann ist akustisch sehr cool. Ich weiß auch nicht, ich bin. Ja, weiß auch nicht, die E-Gitarre fasziniert mich einfach mehr. Mark also, Knopfler, Dire Straits. Ja, sie ist ein ja. guter Gitarrist, oder? ich bin eher so CC Top. Ah, okay. Ja, genau. Sehr billig eben angekauft. Es ist so, bei akustischen Gitarren hast du nach 30, 40 Jahren das Problem, dass die Saitenlage immer höher wird. Und zwar mit der Zeit ist vor dem Zug von der Saite zieht der den Hals nach vorne. Der Zarge kommt durch. Und irgendwann kannst du die Stegeinlage dann nicht mehr weiter runter tun. Wenn du einfach zu unterstunden bist und hast immer noch eine höhere Seitenlage. Und also hast du die Hegelage, die kannst du runter tun? Die kannst du rausnehmen und wir können sie unten durch abfeilen, aber irgendwann bist du dann auf dem Steg und dann ist es fertig, oder? Wahnsinn. Und dann nachher musst du einen Bund rausnehmen, musst zuerst das Griffbrett wärmen mit einem speziellen Spachtel, den wir präpariert haben, den Leim lösen, dann mit Dampf rein und dann genug lang dampfst. Alle Leim, die bei Gitarre gebraucht wird, ist wasserlöslich. Kannst du den Hals lösen und kannst dann den Hals rausnehmen. Aber wie nimmst du den raus? Der war auch geleimt, oder was? Ja, der war geleimt. Für das hast du so ein spezielles so eine Abzugvorrichtung, wo du das kannst rausdrücken kannst. Oder? Und wenn du ihn draussen hast, dann musst du ihn sauber putzen, den Leim wegnehmen und dann den Halswinkel hier anschaffen. Das heisst, wenn ich den so rein tue, wenn du jetzt genau siehst, wenn du ihn unten hast, steht jetzt das Griffbrett schon ein bisschen auf. Und zwar, wenn ich jetzt den Halswinkel in diese Richtung so im Prinzip schon angeschafft habe, gestern Abend noch. Also anschaffen heisst? Ich muss hier unten wegnehmen, damit der Hals mehr gegen oben kommt. Und dann habe ich zwar von der Bühne her gleich eine gute Seitenlage, aber ich bin da höher oben. Oder wenn ich jetzt übertrieben den Hals so habe, kommen die Seiten so durch. Also ich habe eine sehr ja, hohe genau. Seitenlage. Und wenn ich es jetzt übertrieben so habe, kann ich die Seiten so nehmen und könnte eine höhere Stegeinlage machen. Das ist eigentlich die Idee. Und mit dem kannst du den Klang auch verändern? Ja, es ist natürlich so, wenn ich hier auf der Decke eigentlich fast gerade von außen gehe, habe ich viel weniger Zug auf der Decke und die Gitarre tönt dann nicht so gut. Und wenn ich ein bisschen höhere Stegeinlage habe, dann habe ich mehr Zug drauf und die Decke schwingt auch mehr. Oder? Das ist auch eine blöde Frage. Jetzt hast du ja hier die Löcher, gell, wo, ja. wo genau dann, die Stelle markieren, wo es ja. hingeht. Das ist verleimt und das kannst du wegnehmen. Ja. So. Wahnsinn. Ja. Da ist dir noch nie also, ein Gitarrenkörper kaputt gegangen oben dran? Nein, das nicht. Aber es ist... Ich habe mittlerweile relativ viel Erfahrung drin, also wir machen das vielleicht etwa 10, 15 Mal im Jahr. So die ersten paar Mal, dann schwitze ich schon, wenn du weißt. Es sind nur viele Sachen, wo du musst es mit Dampf machen, musst schauen, dass der Dampf wirklich heiß ist, dass du möglichst wenig Wasser brauchst. Wenn du zu viel Wasser hast, dann quillt der Gitarren auf. Es sind so Sachen, die musst du wissen. Ein Teil kannst du bei YouTube anschauen, ein Teil kannst du mit anderen Leuten diskutieren. Also, darum sind wir im Normalfall auch einmal im Jahr zu Amerika an einer grossen Musikmesse. Einerseits zum Kontakt knüpfen, schauen, was ist Neues auf dem Markt, mit uns mit Lieferanten treffen und auch mit anderen Reparateuren diskutieren. Was machst du, wie machst du es? Und das hilft dir. Und, ja, es ist so der amerikanische Weg zum Lernen. Learning by doing.
Der Mich hat gesagt, die schlaflose Nächte überlässt er dir. Also, ich glaube, der Schrecken geht weg. Je nachdem hast du schon einmal schlaflose Nächte, wenn du ein bisschen überlegst, wie machst du das, wie also, machst du das? Schlafen kann ich eigentlich immer gut. Aber es ist natürlich so, ich habe den Vorteil, dass wir einen Hund haben und ich meistens am Morgen irgendwie eine Stunde mit ihm unterwegs bin und zu Abend eventuell noch. Und dann bist du halt auch noch am Überlegen, wie machst du jetzt das und was wäre für eine Idee und was machst du. Und dann musst du es halt ausprobieren. Und ja, ich hatte auch schon eine Gitarre zwei Wochen da gehabt und dann habe ich 10 Minuten repariert. Aber du hast dir die zwei Wochen gebraucht, um zu überlegen, wie du das jetzt in 10 Minuten reparierst, oder? Mhm. Es sind Gitarre bauen und Gitarre reparieren sind zwei Paar Schuhe, oder? Das ist, der Korpus ist jetzt fertig und ich muss etwas wieder auseinandernehmen. Das ist etwas anderes, als wenn ich den einfach zusammenbauen kann. Und der Steg? Nein, Entschuldigung, der Bund, wie bringst du das wieder rein heute? Das da? Ja. Also da kommt die Bünde, die sind reingepresst und er bekommt sowieso alles neue Bünde über. Ah. Die muss ich nachher rausnehmen, das Griffbrett, die Planfräse. Die nimmst du raus? Ja, so filigran? Jawohl, ja. Da haben wir eine spezielle Zange. Ich kann das sonst zeigen, wenn ich einen rausnehme. Das ist jetzt aber... Das ist eine Lötpistole, zum Bünd heiß zu machen. Es ist so, wenn du Holz warm machst, dann wird es flexibler und dann splittert es auch nicht. Ich muss es ein bisschen gescheit machen. Da. Das ist eine Elektronikzange, die wir hier umgebaut haben, dass sie unten durch schön unter die Bünde reinkommt. Und jetzt musst du Schritt für Schritt. Schritt für Schritt. Die und Idee mit viel ist Gefühl, nicht die Bünde rausziehen, sondern ich tue die Zangen zusammen. Jawohl. Dann tue ich gleichzeitig unten durch einen Druck aufs Holz ausüben und der Bund kommt raus. Also dann reißt es mir nicht aus. Wahnsinn. So, oder? Das sind so. Hat so wie wieder Höckli drin. Und dann sieht es nachher auch sauber aus. Und dann geht jedes Mal so gut. Weißt du, habe ich alte Nein, Gitarre. Das ist jetzt der Effekt, den du filmst, dass es so gut gegangen ist. Aber eben, gell, manchmal ist es schon, also, da braucht wahnsinnig viel handwerkliches Geschick, eindeutig, oder? Es kommt darauf an. Also, das ist eine gute Gitarre, die hat qualitativ gutes Holz. Da ist es so gut gegangen, weil es qualitativ gutes Holz ist. Martin, da haben wir vorher die Tür angeschaut, das ist eine ältere Martin auch. Die verwenden gutes Holz. Und wenn du gutes Holz hast, dann ist es nicht so faserig. Je billiger das Holz ist, desto faseriger ist es und desto mehr musst du aufpassen. Es gibt auch andere Holzsorten, die schwieriger sind. Also jetzt Ahorn. Das sind, bei elektrischen Gitarren hast du etwa Ahorn-Griffbretter. Das ist auch heikel. Ebenholz, altes Ebenholz, wenn es zu trocken hatte, dann ist es wie bröselig. Mit der Zeit weisst du es, aber man muss einfach bei allem genug Zeit lassen und nicht hetzen und das vorsichtig machen und dann nachher tut das eigentlich auch. Dann ist es eigentlich erstaunlich, also ich habe ja schon Gitarre gebracht, dann haben recht günstige Preise im Grunde genommen, gell, für Reparaturen. Es kommt immer darauf, also ja, ich habe schon nicht den gleichen Preis wie ein Zahnarzt oder ein Automech, das ist so, aber wir sind natürlich auch nicht in einer Branche, die man unbedingt braucht. Und dann kommen die Preise auch ein bisschen mehr unter Druck. Bis ein Auto brauchst und dann zahlst du halt 150 Franken für die Stunde bei einem Automecher. Ja. Aber eben so, der Abnehmer, hast du noch im Kopf, was das kostet hat? Der Tonabnehmer, den wir dort drin haben, von LRB Xanthem, der kostet 500 Franken mit dem Einbau. 400 Franken ist der Tonabnehmer, 100 Franken ist der Einbau. Eben, aber das lohnt sich ja alle Weile. Nur viele Leute haben immer das Gefühl, das kostet unglaublich viel. Und du hast auch Gitarren, die natürlich 800'000 Franken kosten. Also Entschuldigung, 800 Franken oder 1'000 Franken, ja. Das gibt es auch, oder? Das gibt es auch. Wir haben so bei den klassischen, also Nylon-Saiteninstrumenten, haben wir ab 400 Franken da. Bei den Stahlsaiten sind wir etwa bei 800 Franken. Elektrische Gitarren sind wir bei etwa 700-800 Franken. Und eine riesige Auswahl. Komm, gehen wir mal raus. Ja, gut. Das ist ganz eine spezielle Gitarre in jeder Beziehung. Also das heisst, erstens ist es Holz. Hinten ist African Blackwood, das gehört zu den Ebenholzsorten, ist extrem hart. Sehr schwierig auch zum Bügen. Du musst bei vier Zargen, Zarge ist das auf der Seite, wo du bügst, musst du damit rechnen, dass der eine reisst. Decke ist Sinker Redwood. Redwood, das ist das Holz der Mammutbäume aus dem Sequoia National Park aus den USA. Das ist aber sehr streng geschützt, das heisst, du kommst eigentlich das Holz gar nicht mehr über. Außer dem Baum bei einem Sturm um da oder bei einem Waldbrand geht einer um.
Dann gibt es noch Holz. Und das Holz ist jetzt in den 20er Jahren geschlagen worden und beim Flüssen ab versoffen. Und in diesen Seen, wo das jetzt liegt, und in diesen Flüssen holen sie das jetzt mit Mini-U-Boot und mit Ballonen wieder ruhe. Trocknet das und dann wird das für die Decke gebraucht. Und darum, die dunklen Striche, das sind Einschlüsse von Mineralien. Das ist sonst ganz ebenmäßig, aber das sind Mineralien, die durch die Jahrzehnte, die jetzt im Wasser gelegen ist, abgelagert worden sind. Was bei dieser Gitarre... Wie kommst du auf so eine Idee? Weißt du, dass das noch eine... Du musst eine Idee haben, oder? Also Redwood, also, du hast bei deiner Gitarre immer die Decke, das ist vorne, ist ein weiches Holz, das schwingen muss, also Membranen. Und hinten hast du Hartholz, das reflektiert. Aber du bist eine riesige Tüftlerei, oder? Ja. Bis man weiss, dass Holz geeignet ist für so genau, etwas. Genau, ja. Und auch die Kombination der Hölzer. Ja, also das ist jetzt... Loudon ist eine Gitarre von Nordirland. Und die ist eine von seinen Lieblingskombinationen der Hölzer, von George Loudon. Blackwood, Redwood. Redwood ist ein Holz, das sehr relativ weich ist. Ist zwischen Fichten und Zedern drin. Ist sehr warm. Es schwingt sehr schnell an. Und wenn ich dann ganzes Herzholz hindurch habe, das reflektiert, komme ich auch Präsenz über. Und die Kombination tut sehr gut. Was da auch noch speziell ist, das ist, dem sagen das Bevel, ist eine Abschrägung. Entschuldigung, ich drehe es mal. Wenn du die Gitarre so hebst, dass du da die Kante dir nicht so in den Arm hineinkommt. Oder? Ja, Wahnsinn. Und was auch ganz speziell ist, dem sagt man Fanfret, also wie ein Fächer. Du hast bei den Bässen eine längere Seite wie bei den Höhen. Das ist ähnlich wie beim Klavier oder bei der Harfe, wo die tieferen Seiten länger sind und die höheren kürzer. Darum ist der Steg da so schräg versetzt. Darum ist genau so schräg, jawohl. Ja. Wahnsinn. Und warum ist das? Du hast je länger das Mensur ist die Länge der freischwingenden Seite. Ja. Je länger das die ist, für den gleichen Ton, desto mehr Zug hast. Und wenn ich da mehr Zug habe wie da oben, habe ich viel klarere, viel brillantere Bässe, wie wenn ich das ganz gerade habe. Ist viel aufwendiger zum konstruieren, aber ist ganz speziell vom Klang her. Was kostet so eine? Die Gitarre kostet jetzt 12.900 Franken. Das ist bei dir in einem mittleren Segment, oder? Nein, würde ich nicht sagen. Also der Überflüger ist natürlich die, die wir vorher genau. In der Vitrine gesehen haben. Aber so bis 20.000 Franken habe ich noch laut, nicht mit speziellem Holz da. Aber es ist schon ein soberes Segment. Können wir mal zu einer ganz günstigen Gitarre gehen? Ja. Meine Frage dann noch, wenn du jetzt die mal aufhängst, so, wie schwierig ist es denn, weißt, so eine Gitarre zu verkaufen? Die haben ja alle verschiedene Ansprachen, die tönen alle ein bisschen anders. Und wenn man daher kommt, am Schluss weiss man immer nicht mehr so recht, was möchte man jetzt genau. Also, wie gehst du denn da vor? Wie ein Partnervermittler. Ja, gell? Also, du musst ein bisschen wissen, was der Kunde will, was er sich vorstellt. Wenn er dann ein, zwei Instrumente mal gespielt hat, dann hörst du etwa, wie er spielt und was er das Gefühl hat, was ihm besser gefällt. Und dann kannst du ihm die Gitarre geben, wo du weißt, wo er in seine Richtung geht. Ganz wichtig ist jetzt auch, wenn jemand singt und mir sagt, du, ich brauche eine Gitarre, um mich zum Singen begleiten, dass er singt dazu, dass man das hören kann. Und zwar ist es einfach so, es gibt Instrumente, die deine Stimme unterstützen und andere Instrumente, die deine Stimme konkurrenzieren. Und das gehört mir sehr gut. Manchmal hast du das Gefühl, man versteht ihn gar nicht. Und wenn du eine andere Gitarre nimmst, ist es überhaupt kein Problem. Und das ist jetzt etwas sehr Wichtiges, wenn du jemanden hast, der singt, dass er ein Instrument hat, das zu seiner Stimme passt. Wenn er nicht singt, dann kommt es einfach darauf an, was er für einen Geschmack hat. Und wenn man das weiss, sind Geschmäcker verschieden. Dann musst du halt schauen. Die einen Gitarren sind etwas wärmer, die anderen sind etwas knalliger, die einen etwas lauter, die anderen etwas ausgewogener. Dann musst du einfach schauen, was ihm dann passt.
Und da hast du natürlich eine riesige Auswahl, die du kannst zeigen. Du selber verstehst sehr viel, du kannst aus dem Vollen schöpfen, hast grosse Erfahrung. Also ja, musst du natürlich wissen, wie die Instrumente tönen und wie sie können tönen, wenn der sie spielt. Ja, mhm. das ist noch wichtig, ja. Gehen wir mal zu einer so 800 Pfränkigen oder so. Ja, ja, da können wir eigentlich gerade bei Nordirland bleiben. Das ist jetzt nicht die ganz günstigste, weil die hat schon einen Tonabnehmer drin. Die wäre jetzt etwa 1500, in dem Fall. Nein, die ist 930 Franken. Das ist ein Sheeran bei Loudon. Der Ed Sheeran spielt jetzt auch Loudon und ist mit dem George Loudon zusammengesessen und hat gesagt, kannst du nicht eine Gitarre machen, die irgendwie bei 700, 800 Franken anfängt. Loudon fängt sonst bei 4000 Franken an. Und der George hat dann eine neue Fabrik hergestellt und hat in Nordirland Gitarre produziert, die jetzt eben die günstigste ist 850 Franken. Es gibt auch so Tests, oder, wo man dann Leute testet, also mit Nahrung und so weiter, aber auch mit Tönen und so. Meinst du, man würde den Unterschied zwischen diesen Gitarren immer hören? Wir haben jetzt dort hinein... Also, du hörst den auf jeden Fall. Ich kann dir das zeigen. Das hörst du sogar mit dem Mikrofon von deiner Kamera. Du hast gesagt, dass man es auf jeden Fall hören. Ich will einen relativ fairen Vergleich machen. Es ist ein Sheeran bei Loudon und ein Loudon. Mit dem genau gleich grossen Korpus, mit dem gleichen Holz, also beides Zedrendecke, die hat hinten Palisander, die hat hinten Nussbaum. Die kostet 735 Franken. Und die kostet 4230 Franken. Und ich bin überzeugt, du hörst den Unterschied auch über das Mikrofon von deiner Kamera. Also man hört natürlich, es ist vollender, gell? Eindeutig. Ja, du hörst, ich sage auch, je billiger das Gitarren ist, desto mehr hörst du die Saiten. Also es tönt einfach immer metalliger. Und je besser das Gitarren ist, desto mehr hörst du das Holz. Der Unterschied von den verschiedenen Hölzern auch, ja. Dann müssen wir jetzt gerade apropos Holz gleich mal zu den E-Gitarren. Du hörst das Holz ein bisschen weniger, oder nehme ich an? Ja, da gibt es sogar Gitarren aus Blech, die tönen wie aus Holz. Gehen wir mal leben. Ja, ist gut. Darf ich dir dort den Micha mitgeben? Ja, das natürlich. Ist seine Abteilung dort unten. Okay, gut. Ja, Micha, das ist deine Welt. Ja. Ich mache mal kurz so einen kleinen Schwenk. Unglaublich, da unten auch wieder Gitarre. Du hast gesagt, du bist für den Lärm zuständig. Ja, okay. Wie der Vater gesagt hat. Ja, genau. Wenn du so eine E-Gitarre überkommst, musst du die jemanden mal auch in den Service nehmen, reparieren, machen, tun. Ja, also ich sage jetzt mal, wir haben eigentlich fast mehr elektrische Gitarren im Service als akustische. Du kannst bei den elektrischen noch etwas mehr, jetzt vor allem mit der Blechmaschine kannst du noch mal mehr rausholen. Du kannst tiefer mit der Seitenlage, du kannst Tonabnehmer wechseln, du kannst ja, anders lackieren, anders farbig. Wenn du hier durchschaust, so überall. Und hat auch einen Einfluss, wenn du anders lackierst, dann tönt er anders. Ja, ich meine, es muss dir auch gefallen, gell? Ich meine, auch da, was der Vater vorne gesagt hat, eine Gitarre muss dich ansprechen. Ja, oder? Und wenn du eine hast und sagst, boah, die ist richtig cool, die gefällt mir von der Farbe her, dann spielst du auch anders mit. Nimm mal so eine richtig coole raus. Ja, ich meine, ich habe ein paar Favoriten, aber ich sage, zum einen von meinen wirklich absoluten Lieblingen ist der. Ja. Das ist Vollblech. Voll edel, hä? Und Vollblech, ja. Genau. Was, Blech? Ja, genau. Ja. Weißt, merkst du überhaupt, dass ob es oben Holz hat? Oder, ja. Das merkst du. Ja. Also James Trussard ist so für mich, er macht richtig coole Sachen. Er ist ein Ami mit französischen Wurzeln und ich finde einfach, ja, mir spricht so etwas an. Ich finde es einfach richtig cool.
mit den Racing Stripes drin. Eher einen fetten Hals, also eher 50er Jahre. Ja, habe ich auch das Gefühl. Baseball-Schläger-mässig. Und das ist einer von meinen Favoriten. Warum jetzt das? Vom Design her? Oder? Ja, genau. Ja. Genau. Es ist etwas sehr Spezielles. Er macht hier so, macht er Unikat. Du kommst die gleiche Gitarre so kommst nicht mehr rüber. Du kannst zwar die Racing Stripes haben, wie bei dieser, dann hat sie aber andere Pickup drin. Wenn du sagst, oh, mir gefallen die Pickup, die finde ich cool, dann nachher hat sie keine Racing Stripes drauf. Und das finde ich jetzt so, wenn du etwas Kleines hast, einfach cool, dass du wirklich etwas Spezielles hast. Die Leute wollen immer wissen, was so etwas kostet. Ja, die ist 6.727 Franken. Und das ist eigentlich eine richtig gute E-Gitarre? Ja. Das heisst, mit über 10.000 Stutz bist du bei etwas ganz Gutem dabei, weißt, inklusive da noch so ein Verstärker und so. Ja, auf jeden Fall. Also mit dem Preis hast du etwas, wo dir das Leben lang Spass macht. Ja. Auf jeden Fall. Was empfiehlst du dazu für Verstärker? So? Das kommt doch darauf an, was du spielst. Bist du im Jazz daheim, bist du im Blues, Rock, gehst die ganzen Heavy-Metal-Geschichten. Da bist du. Ja, es kommt auf den darauf an, was spielt. Und technisch gesehen, weißt du, ich bin in der Aufnahme. Ich verschrecke jedes Mal, wenn die ansteht, zuerst gibt es immer einen Brummen, denke ich, wow, hoffentlich hebt er nicht das ganze Konzert durch. Gell? Das ist noch schwierig, oder? Ja, meistens geht es weg, aber gehört das einfach irgendwie dazu? Ich meine, je nachdem, wie gesagt, was du für Tonabnehmer hast, das haben wir vorhin kurz angesprochen. Ja. Wenn du einen Single Coil hast, wie du jetzt bei so einer Gitarre, so ein Single Coil, der ist sehr anfällig auf Licht, auf das Nadel, das du im Hosensack hast, wie nahe, dass du bei einem Verstärker zustehst, der ist sehr anfällig. Ah, das hebt er dem, dass es genau so macht. So. Ja, genau. Das Brummen ist etwas, kommt auch darauf an, wie viel Effektgerät das du davor hast, wie du das eingeschlaft hast. Der Vater steht schon bereit. Ja, genau. Ja, aha. Aber das ist jetzt aber irgendwie, ist das keine akustische? Nein, das ist ein Gibson Slash Signature. Da hast du jetzt zwei Humbucker. Das sind zwei Spulen, also eigentlich zwei Single Coil. Du als Humbucker hast, das ist der Humbucker oder der Tonabnehmer, der dann auch um einiges brummfreier ist wie der Single Coil. Aber du hast eben auch eine Preisfrage halt, he? Ja, nein, also in dem Sinn, wo von dem Preis, da sind wir bei 3.600. Ja, eben fair, also, ja, ist doch alles sehr erschwinglich, oder, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Und darum hat es auch immer da die verschiedenen Möglichkeiten zum Einstellen. Ja, was genau, die Regler. Ja. Du hast Volumen und Ton. Und wenn sie muss stimmen? Du kannst, entweder hast du ein Fußpedal, wo du Stimmgerät am Boden hast, wo du draufstehst und das Ganze mutet und dann nachher kannst du stimmen. Oder du hast ein Stimmgerät, wo du oben einen Kopf klippen kannst und dann stimmen. Wenn du WLAN-Überträgung machst, gibt es da noch Unterschied? Also von der Funktionsweise. Nur manchmal feststellt, dass jemand mal dann, die Linie nicht funktioniert, dass es nicht richtig geht und so. Gibt es da verschiedene Möglichkeiten, oder? Wenn du ein Kabel eingesteckt hast, ist es sicher einfacher, als wenn du WLAN hast. Ja, genau. Einfach ja. Durch die gewissen Frequenzen hast du noch weniger, mit dem Kabel weniger Störung. Können wir mal so eine Gitarre irgendwie anhängen, um zu zeigen, wie so eine tönt? Sicher. Und wie ihr da gesehen, gell? Vater und Sohn laufen nach hinten. Es sieht mit Weitwinkel weit aus, aber ich kann euch verraten, es ist weit. Es ist sehr, sehr weit. Es ist unglaublich, dass bei Karma 20 in diesem kleinen Raum drin alles Platz findet. Und aha, jetzt ist auf einmal der Rust an der Rocker, das sehe ich schon. Die
guten Verstärker, die wir haben für zum Gitarrenspielen, das sind Röhrenverstärker. Also so wie es in den 50er Jahren waren. Die ganz guten, da gehört jetzt auch der dazu, die sind handverdrahtet. Das heisst, ich habe keine Platine drin. Alle Kondenser und alle Widerstände und Elkos, die du hast, sind Punkt zu Punkt gelötet von Hand. Für das sind sie natürlich auch nicht so günstig, aber du hast sehr direkte Ansprache und du hast viel mehr Dynamik. Und Röhren haben natürlich ein bisschen mehr Brumm, wenn das ein Transistor hat. Wobei bei einem Pegel an einem Rockkonzert hörst du das nicht mehr. Jetzt sind die Zuschauer schon lauter als der Brumm von der Verstärker, oder? Und da hast du jetzt einfach so ist der Hintertonabnehmer. So sind beide zusammen. So ist der Vorder. Und da hast du dann einfach jeweils die Lautstärke von vorne und hinten und den Ton von vorne und hinten. Und das ist jetzt eine Holzgitarre, also das heisst, ich habe einen Mahagoni-Korpus und einen eingeleimten Mahagoni-Hals und eine Ahorn-Decke. Und wenn ich jetzt die andere nehme, die ganz aus Blech ist, dann hat man das Gefühl, wenn du das hörst, hat man das Gefühl, sie müsste blechig tönen. Tut sie aber nicht. So ist der Hintertonabnehmer. So sind beide zusammen. So ist der Vorder. Es tönt relativ warm, wie Holz. Eine, die jetzt eben die Single Coil haben, die ein bisschen mehr brummt auch. Das ist der Hinterste. Das sind die beiden. Das finde ich speziell bei der Gitarre. Du hast das Design, die Form von der Gitarre und die Form von der Gitarre sind jeweils Anfang 50er Jahre, also 1953 entstanden und immer noch haargenau gleich wie hier. Ich glaube, auf der Welt gibt es kein einziges Gebrauchsstück sonst, wo seit Anfang 50er Jahre genau gleich produziert wird. Ja, das war jetzt der untere Stock, eine Reportage, eine Kurzreportage beim Urs und beim Micha Winkler. Also, ihr habt natürlich schon ein unglaubliches Arsenal an Möglichkeiten, an Fachwissen. Und ich glaube, das macht es einerseits einfach, aber zum anderen sicher auch schwer. Es ist eine riesige Investition natürlich, oder, die da ist, Urs? Ja, ich musste die natürlich nicht von heute auf gestern machen. Das hat sich so ergeben, durch das, dass wir immer mehr Kunden hatten, immer vielleicht auch anspruchsvollere Kunden. Und hat sich jetzt über die Jahre haben wir jetzt eine Gitarrenauswahl, die ich wirklich gesehen habe. Wo wir speziell mit den Stahlseiten, die wir oben durch haben, kaum in der Schweiz sonst noch finden. Muss ich überhaupt niemanden. Ja, überhaupt niemanden. Bauen, zu dem kommst du gar nicht mehr, oder nehme ich an? Ab und zu, ich bin jetzt gerade an zwei Projekten für Kunden dran, wo wir sonst, wenn du willst, noch anschauen könnten, wo Kunden gekommen sind und gesagt haben, du kannst mir das machen. Und dann machen wir das eigentlich gerne, aber ich tue das nicht forcieren oder so, dass ich sage, du, ich könnte dir auch eine bauen, anstatt dass du da eine kaufst. Sondern wirklich, wenn einer das Gefühl hat, ich will jetzt ganz etwas Spezielles, dann machen wir ganz etwas Spezielles. Selber in einer Band auftreten, das hast du ja? Ja, da war ich noch jung. Nein, schon Jahre nicht mehr. Jetzt spiele ich für mich Gitarre, so ein bisschen zum Entspannen und zum Abkommen. Das finde ich eine gute Geschichte, aber auftreten nicht. Den Stress muss ich nicht haben.
es lange die Reparaturen, die ich machen muss. Natürlich ein ungeheures Angebot hier in Gams Karmat 20 geben für die Kundschaft. Ja, dann gehen wir doch das mal anschauen, die Kundenprojekte, die du da hast. Ja, ist gut. Das ist ein Kunde, der ganz spezielle Gitarre will. Er hat beim Billy Gibbons gesehen, dass der so eine hat. Er hat einen Korpus bestellt in Amerika und hat mir dann eingezeichnet, wo er die Wabe will. Und ich habe die gefräset und von Hand nachgeschafft und muss sie jetzt lackieren. In dieser Farbe, was man hier noch sieht, das kommt dann noch cool, die hat so ein Binding, sagt man dem. Oder kommt dann so rundherum, so. Und da der Hals, den muss ich dann nachher noch bebunden. Den haben wir extra unbebunden bestellt, damit er die gleiche Farbe hat im Hals. Und hat hier eine Einlage, die wir haben müssen fräsen. Das Binding. Ja, und da kommen dann nachher eine Bünd rein. Er muss noch einen speziellen Namen oben drüber machen. Hast du da eine CNC-Maschine? Nein, ich habe zwei Hände, da brauche ich doch keine CNC-Maschine. Okay, gut. Nein, das ist... er hat diskutiert wegen CNC-Maschine, aber so etwas zum Programmieren, da bist du so lange dran und ich habe jetzt das von er hat es eingezeichnet und ich habe mit der Oberfräse von Hand habe ich das nachgefräset. Schauen, dass wir dort nicht in die Löcher reinkommen, wo man für die Elektronik Platz braucht. Dann ist zum Beispiel die Wabe nicht so hoch, wie da ohne der Stecker reinkommt. Die da vorne sind nicht so hoch, damit ich die Stabilität noch habe. Dafür ist die dafür tiefer, weil das ein bisschen unterschiedlich sieht. Die sind auch nicht so tief, wie da noch der Gurtknopf herkommt. Hat man alles vorher schauen, oder? Also du baust ja gleich. Ja, und das andere Projekt, wo wir jetzt dran sind, das ist ein Kunde von Region Sarganserland, wo ein Haus am Umbauen ist und alte Balken drin rausgenommen hat und aus diesen alten Balken muss ich mir jetzt eine Gitarre bauen. Das sind alte Balken? Das ist ein alter Balken. Und dann müssen wir jetzt den noch etwas dünner machen, weil sie ist relativ schwer. Man muss dann hier da einfräsen, dass man den Hals einsetzen kann. Der Tonabnehmer kommt rein. Hier das oben durch ist das gleiche Holz wie hier. Da muss ich den Kopf dünner machen, auswählen, dass das einigermaßen schön aussieht. Ja, das sind jetzt so zwei Projekte, die wir am Bauen sind, wo Kunden gekommen sind und gesagt haben, du kannst mir das machen. Und er hat unbedingt diese Farbe. Dann haben wir die extra schauen, dass die zu dieser Whiskyflasche passen. Ja, passt aber hervorragend, hä? Hervorragend. Und mit Whisky spielen ist immer noch in meinem Jahr. Ja, ich denke, es ist schon ein bisschen anders geworden wie noch in den 70er Jahren. Also, der ganze Roses ist vorbei. Also, die grossen Feste nachher, ja. Hendrix. Der spielt nicht mehr, oder? Ja, aber. Nein, also, es ist natürlich so, dass sich das Business komplett verändert hat. Früher hast du das Geld gemacht mit Schallplatten und CD. Also zuerst mit Schallplatte, nachher mit CD und ab und zu musst du halt auf die Bühne, damit du noch mehr Schallplatten verkauft hast. Und heute kannst du mit den Downloads kannst du kein Geld mehr machen. Das heisst, du musst das Geld machen mit dem Auftritt. Das heisst, du musst einen guten Auftritt heranlegen, musst möglichst viele Leute herbringen, damit auch Geld reinkommt. Und ich denke, das hat das Konzertbusiness sicher professionalisiert. Dass die Leute nüchtern auf der Bühne sind, sich Mühe geben und eine gute Show ablegen, weil sie sonst keine Kohle nicht bekommen. Wir könnten noch ewig lang reden, aber ich habe gemerkt, Gams ist irgendwie das Gitarrenzentrum der Welt. Gell? Du hast sicher auch fast Kundschaft aus ganz Europa und aus der Welt. Ja, schon. Also, wir kennen einen Haufen Hersteller und wir machen für etliche amerikanische Hersteller Garantiereparaturen hier in der Schweiz oder zum Teil auch für Europa. Und ja, das bringt schon recht weit um an Leute her. Ja.